Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Heute geht's um den Feentyp und ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass ich zu Fee tatsächlich 5 Pokémon zusammenbekommen habe. Denn wie ihr vielleicht bemerkt habt, kann ich dieser Klasse nicht allzu viel abgewinnen. Sicher stelle ich mich da etwas an und kann mich einfach aufgrund seiner sanften rosaroten Heilebildnatur nicht damit identifizieren. Ich finde jedoch, dass erstens viele Pokémon den Feentypen bekommen haben, die schlicht und ergreifend nicht zu ihm passen. Und zweitens hätte ich es viel besser gefunden, wenn man ihn anders benannt hätte. Zum Beispiel Mystic. Mystic beschreibt viel eher das, was man mit Fee meinte. Was wir mit Feen assoziieren, sind diese kleinen, süßen Wesen mit zarten Flügeln, die durch die Luft schweben und niedlich anzusehen sind. Dass sie allerdings sehr mächtige und hinterhältige Kreaturen sein können, wissen viele gar nicht. Und ich finde, hinter Mystic steckt einfach so viel mehr Kraft und vor allem Macht, die der Feentyp ja nun mal auch besitzt. Ich meine, er wurde nicht umsonst zur Gefahr für Drachen-Pokémon. Drachen, Alter. Aber it is what it is, und wo wir gerade von Pokémon sprachen, zu dem der Feentyp nicht passt, werfen wir doch gleich mal einen Blick auf Granbull. Cooles Pokémon und definitiv eine Steigerung zu seiner Vorentwicklung Snubbull. Auch wenn mir Granbull optisch noch ein bisschen zu sauber aussieht, erkenne ich in ihm dieses Kampfhund-Potenzial. Raus aus Schickimicki, rein ins Getümmel, und das ist, was ich an Granbull so mag. Paradoxerweise ist es allerdings ein sehr schüchternes und ängstliches Pokémon, greift nur im absoluten Notfall an und lässt eher sein äußeres Erscheinungsbild die Arbeit machen. Wenn es aber zubeißt, dann wird es sehr schmerzhaft. Schließlich sind deine Reißzähne so schwer, dass es den Kopf kaum hochhalten kann. Da kann einem schon mal glatt der Kiefer runterklappen. So wie euch wahrscheinlich, wenn ich euch sage, dass es sogar Kurelei in diese Liste geschafft hat. Zuletzt bei hässliche Pokémon mit am Start gewesen und als einfallslose Blumenkette bezeichnet worden. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich da für ein Problem hatte. Ich glaube, mit der Zeit hat sich mein Geschmack an Pokémon-Designs etwas gewandelt. Man wird eben erwachsener. Aber ja, eine Blumenkette. Passend zur damaligen Alola-Region, in der es debütierte. Und es ist süß. So ehrlich müssen wir sein. Es wirkt so lebensfroh, wie es durch die Luft schwebt, gekleidet mit bunten Blümchen, mit seiner angeblichen Körpergröße von 10 Zentimetern? Ja. Und wie der Name schon sagt, ein wahrer Supporter. Kurelei bedeutet so viel wie Heilungslei, während Lei ein hawaiianischer Halsschmuck ist. Attacken wie Flora und Aromakur gehören zu seiner Spezialität und machen aus ihm eine gute Fee für dein Team. Eine gute Fee seit der 6. Generation, zu der die Klasse tatsächlich passt, ist auch Pixie. Seit Einführung des Feentyps erlebte es ein Rework von Normal auf Fee. Und was soll ich sagen? Hier passt es. Das schon immer sanftmütige, zarte, rosa-rote, angebliche Gegenstück zu Gengar bekam dadurch endlich eine unterstreichende Klasse, die ihm würdig ist. Normal war hier einfach zu normal. Hör mal, es bildet den Mond an und tanzt federleicht durch die Lüfte. Da hätte sowas wie Psycho als Alternative sein müssen. Vielleicht sogar Flugsekundär. Aber naja, schön ist es allemal. Und zum Aussehen sei gesagt, ist euch schon mal aufgefallen, dass es die gleichen Augen wie das nächste Pokémon in dieser Liste und generell eine irritierende Ähnlichkeit hat? Togepi verfügt über die gleichen Augen und einen ebenso rundlichen Körper wie auch spitze Oberhälfte wie die Pixie-Verwandtschaft. Zufall? Wahrscheinlich. Um Togepi rankten und wankten sich so viele Mythen und Mysterien. So kam es beispielsweise in der ersten Generation des Pokémon-Animes vor, war in der zweiten Spielgeneration allerdings erst zu fangen. Ein fruchtbarer Boden für Schulhofgerüchte, man könne es unter gewissen Bedingungen in Rot, Blau und Gelb irgendwie doch fangen. Auch sein Stand als Pokémon ist noch nicht ganz geklärt. Die einen nennen es ein Basis-Pokémon, wieder andere sehen es eher als eine Babyform. Doch was es auch ist, was es auch sei, es bleibt für mich ein Zackenball-Pokémon? Ja, das ist allen Ernstes die Kategorie von Togepi. Als würde man nicht checken, dass es ein stachliges Ei in Eierschalen-Pampers ist. Zackenball! Okay! Aber machen wir zackig mal weiter, um das hier zu Ende zu bringen. Und ein ebenso zackiges Geweih, jedoch meiner Ansicht nach eher unpassend den Feentyp, trägt Xerneas. Und es ist interessant, dass es hier auftaucht, denn von den beiden 6. Gen-Legis fand ich Iveltal immer cooler. Aber der ist schon mal Unlichtflug, passt hier also leider nicht rein. Aber reden wir mal ein bisschen über Xerneas. Es hat einen mutigen Designschritt gewagt, nämlich ein überdimensional großes Geweih, welches sein Haupt ziert, was sehr anfällig dafür ist, dass ich es zu viel finde, wie bei anderen Versionen. Aber hier stimmt es einfach. Diese nahezu regenbogenartig leuchtenden Schmucksteine am Gehirn, nicht Gehirn, ich weiß, dass ihr jetzt in die Kommentare schreiben wolltet. Dazu dieser elegante Körperbau und die Farbgebung. Ich bin beeindruckt.
Sowas fehlt mir seit langem mal wieder unter den Legendären. Das ist einfach Pass und nicht irgendwie irgendwo was dran geklatscht. Hauptsache, es sieht irgendwie aus. So, es ist cool. Offenbar hat sich Schwerthold ein bisschen von seiner Brustbehaarung inspirieren lassen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten. So viel aber erstmal von mir. Was sind denn eure liebsten Feen-Pokémon? Und was haltet ihr generell vom Typen Fee? Schreibt mir Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.